Hey, wir sind Chris und Patrick von den We Are Nerds und wir bringen euch die wichtigsten Virtual Reality, Augmented Reality, X-Reality, Mixed Reality News der Woche. Boom. Wir fangen wieder an mit einer kleinen Zusammenfassung der wichtigsten Virtual Reality News der Woche, ganz klein komprimiert. Und danach werden wir ein bisschen über eine neue Brille sprechen, die es jetzt gibt oder geben wird. Sehr teuer, sehr exklusiv, nur was für besondere Kunden. Und wir wollen noch ein bisschen über die HTC Vive Pro sprechen, denn da gibt es jetzt kleine Infos über den Preis. Sind wir gespannt. Also bleibt dran, bis gleich. Viel Spaß. Mit VR Hero 5K steht eine neue Brille mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixel pro Auge bald für professionelle Anwender bereit. Zwar schafft die Brille nur 70 Hertz, doch der Bildeindruck soll besonders scharf und klar sein und das Field of View von 150 bis 170 Grad weiß zu gefallen. Dafür wiegt der Klotz aber auch ca. 1 Kilogramm und 9000 US-Dollar müssen professionelle Anwender auf den Tisch legen. Die HTC Vive Pro wird teurer als die aktuelle HTC Vive. Mit dieser Info bestätigt HTC eigentlich nur das, was wir uns ohnehin schon denken konnten. HTC will die Pro als hochwertige und hochpreisige Alternative zur HTC Vive ins Rennen schicken, welche laut HTC noch lange nicht zum alten Eisen gehören soll. Zudem bestätigt HTC, dass die zwei Kameras an der Frontseite der HTC Vive Pro auch für das Handtracking und andere Spielereien verwendet werden können. Man sei bei HTC auf die Kreativität der Entwickler gespannt. Nolo bietet mit dem Nolo CV1 schon seit einiger Zeit ein System an, mit dem ihr Positional Tracking für Mobile VR-Brillen erhaltet und sogar Steam-Spiele theoretisch mit einem Cardboard zocken könnt. Mit Nolo Home bringt das Unternehmen nun auch einen eigenen Store für Android-Smartphones, in dem ihr Software findet, die für die Verwendung des Nolo-Systems bereit sind und dessen Vorteile nutzen. Das waren die wichtigsten Virtual Reality News der Woche. Ich fand ja ganz cool die VR Hero 5K Brille. Obwohl 5K ist immer so ein bisschen Ansichtssache, ob man das als 5K bezeichnen will oder nicht. Denn diese Brille hat eine Auflösung von 5000 irgendwas, um genau zu sein, 5120x1440 Pixel. Auf beide Linsen gerechnet. Genau. Also das ist natürlich ein bisschen Spielerei mit den Zahlen. Pro Auge bleiben dann 2560x1440 Pixel übrig. Das ist schon ganz gut, ist aber auch jetzt nicht Lichtjahre entfernt von der aktuellen Generation. Aber Ben Lang von Road to VR hat das Ganze ausprobiert und sagt, dass es aktuell wohl die Brille ist mit dem besten Bildeindruck. Also es ist sehr, sehr klar, der Bildeindruck. Es soll sehr scharf sein. Und das kommt dadurch eventuell zustande, dass sie keine Fresnel-Linsen benutzen, sondern irgendwelche anderen Linsen, die vielleicht auch extrem teuer sind. Denn die Brille kostet 9000 US-Dollar. Ja, ich kaufe mir zwei, glaube ich. Ja, ist halt auch keine Brille zum Zocken. Sie ist für professionelle Anwender gedacht. Gerade, ich weiß es nicht genau, welche professionellen Anwender mit dieser VR-Brille jetzt arbeiten sollen. Die ist auch sehr schwer. 1 Kilogramm oder so wiegt die. Sieht auch riesig groß aus. Eigentlich kann die nur Batman tragen, auch besonders wegen seiner Rückenmuskulatur, die den Nacken dann stärkt. Ich habe aber auch gute Rückenmuskeln. Weiß ich. Bin ich auch stolz drauf. Deswegen, also das ist immer. Aber die Brille hat auch nur 70 Hertz. Sie wurde auch durch eine Titan befeuert von Nvidia etc. Es ist schon krass. Also man sieht an der Brille so ein bisschen, dass so eine hochwertige Erfahrung mit so einer bisschen besseren Auflösung schon Computer echt an ihre Grenzen bringen kann und dass das dann echt problematisch wird, die Brille wirklich noch mit genug Power zu befeuern. Das heißt, nicht nur die Bildwiederholung sicherzustellen, sondern auch die Auflösung auch über die HDMI-Kabel zu versorgen, etc. etc. Das ist natürlich alles nicht so einfach und dementsprechend ist die Brille auch sehr teuer. Wobei die Pimax, die ja dieses Jahr rauskommen soll, mit ähnlichen Specs wirbt, sogar mit besseren Specs und deutlich günstiger ist. Wir werden sehen, was das Ganze bringt. Die Brille jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, hat jetzt auch ein Field of View von 150 bis 170 Grad. Hast du nicht gesagt, ja. Ja, auch recht viel. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht irgendwo arbeitet, wo euer Chef sich so eine Brille kauft für sein Unternehmen, dann werdet ihr wahrscheinlich so eine Brille nicht sehen. Nee, ich vermute, wir auch eher unwahrscheinlich. Nö, warum? Ja. Also ist warum? Ja, warum ist eine gute Frage? Gehen wir mal zu einer Brille, die vielleicht interessanter werden könnte für uns. Die interessanter werden könnte, ja, die HTC Vive Pro. Die kommt ja dieses Jahr raus, irgendwann, man weiß es nicht. Großes Geheimnis. Und bisher hatte man sich ja auch noch nicht so wirklich zu dem Preis geäußert. Obwohl ja jedem klar sein sollte, dass, also wenn die HTC Vive parallel zur HTC Vive Pro angeboten wird, wird die eine wahrscheinlich teurer sein als die andere. Und das wurde jetzt im Endeffekt bestätigt. Die HTC Vive wird, Pro wird teurer. Sie richtet sich an Prosumer. Auch wenn ich Prosumer, keine Consumer. Gar nicht gut finde. Auf jeden Fall soll das einfach bedeuten, sie wird
teurer als das aktuelle Modell. Das aktuelle Modell liegt, glaube ich, jetzt bei 699 Euro. Ja. Dementsprechend, ich würde mal ins Blaue raten, 1000 Euro. Wäre natürlich schon ein ganzer Happen, aber HTC richtet sich halt würde ich wirklich denken. Also, ja. Für was ging die Vive damals an den Start? 899 die, oder die was? Ging, auch ja, 999? Genau. Nee, ich glaube nicht 1000, aber. Aber fast. Und ich glaube, in dem Preissegment wird sich das auch ansiedeln, weil die wollen ja auch wieder die neueste Technik in die Brille bringen. Das heißt, jetzt, je nachdem, weißt du, wann die Controller auch ready sind, wann die Base Stations ready sind, aber dann, wenn diese ganzen drei Komponenten fertig sind und überarbeitet sind, hast du ja auch wirklich ein neues Top-System, ne, was auf der Höhe der Zeit wieder ist. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass HTC da den Preis deutlich drücken wird zu dem, was sie vor 2 Jahren herstellen konnten. Ja, das stimmt, aber was ich jetzt gelesen habe auf unserer Seite, soll ja auch Hände tracken können zu einem gewissen Bereich. Ja, also sie hat. Das finde ich ganz interessant. Sie hat ja zwei Linsen vorne dran, die können. Ich glaube, die Auflösung liegt nur bei 640 irgendwas. Also man kann damit jetzt keinen Path-Through ermöglichen. Das funktioniert nicht. Aber was man machen kann, sind kleine AR-Spielereien. Man könnte jetzt zum Beispiel Konturen einblenden. Ja. In erster Linie war das von HTC wohl gedacht als Schutz, weiterer Schutz. Das heißt, wenn du ein zufälliges Objekt in deinem Raum hast, wird das angezeigt, wenn du dem zu nahe kommst. Aber Entwickler sind auch aufgerufen, das Ding kreativ zu nutzen. Die Schnittstelle wird offen gehalten. Das heißt, man kann zum Beispiel die Hände tracken. Der gute Bereich, wo die Kamera wohl Tiefe wahrnehmen kann, ist 1 bis 2 Meter. Also das funktioniert ganz gut. Immerhin, ja. Genau, also alles, was du mit den Händen machst, das kann funktionieren, ja. Aber jetzt den Raum erkennen und darin wirklich zu spielen, das funktioniert nicht. Außer du bist relativ nah dran oder es wird halt relativ ungenau oder du musst halt einmal rumrennen und alles scannen. Keine Ahnung, glaubt, man kann da schon viel machen, glaubt, viel Witziges ist da möglich. Und ich stelle mir das auch einfach so vor, guck mal, du musst ja zum Beispiel dein Spiel auch nicht auf dieses Handtracking aufbauen. Ich glaube, viele verwechseln immer Handtracking damit, dass ich das auch wirklich permanent nutzen muss. Aber lass das doch einfach mal eine kleine Zusatzsache sein, weißt du, wie zum Beispiel, ich spiele 90% des Spieles mit einem Controller, aber dann gibt es so eine Stelle im Spiel, da habe ich so ein Rätsel, da muss ich halt irgendwie meine Hände auflegen oder so, weißt du, damit die Tür sich öffnet oder keine Ahnung, mein Fingerabdruck geben. Das ist allein vom Feeling her auf einmal was ganz anderes. Aber das können ja so kleine Spielereien sein. Ich muss ja nicht ein komplettes Spiel auf Handtracking aufbauen. Das, glaube ich, funktioniert noch nicht so gut, weil einfach, das ist ja doch, du hast kein Feedback, du hast nichts, das fühlt sich alles noch beim Greifen nicht so geil an, aber als Spielerei für so kleine Sachen finde ich das super und da ist es bei der Vive direkt integriert und da wird es auch einiges geben, also gehe ich von aus. Ich hoffe auf kreative Entwickler. Ich auch, ich kenne keinen. ich auch nicht, leider. Aber Entwickler kenne ich, mal gucken, vielleicht kann ich die anstiften, kreativ zu sein. Nicht? Patrick, sei mal kreativ. Ich bin nicht kreativ. Sei doch mal kreativ. Ja, anderes Ding, was mich natürlich sehr bewegt hat diese Woche, ist das Drunken Bar Fight für PlayStation VR erscheint. Endlich, nach Traktorball wurde ich endlich erhört. Drunken Barfight. Sehr cooles Spiel. Ich muss dafür immer eine Lanze brechen, weil ich muss sagen, wenn ich das alleine zu Hause spiele, ist es mega öde. Oder vielleicht ist es mal witzig online. Entschuldigung, vielleicht ist es auch nicht mega öde. Aber es macht mir dann auch nicht so viel Spaß. Aber ihr müsst das Spiel als Event betrachten. Ladet euch Leute ein, macht wirklich einen Barabend daraus. Am besten spielt ihr das Spiel in einer Bar. Seid auch schon angetrunken und feuert dann den Spieler an, der das gerade spielt. Ja. Das ist sauwitzig. Ja, das kann man so Steam-Spieler-abendmäßig mal betreiben. Ja, genau. So, alleine wirst du es, glaube ich, eher seltener Spiele, wenn es so kleine Partygames sind. Es ist ja kein Partygame, aber es hat eher diesen Zuschau-Lachcharakter, weil das geht halt einfach so drüber, dass du Leuten irgendwie einen Dartpfeil ins Auge wirfst und so oder den aus dem Fenster kickst und so. Und also ich erinnere mich, wir hatten einmal auch schon bestimmt 5 Minuten Spaß mit dem Spiel. 5 Minuten, ja. Aber du bist halt auch nicht besonders lustig. Ich war lustig, Leute. Ich bin lustig in Drunken Barfight. Wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt. Okay. Ja, die Frage ist halt nur, wie gut wird es mit dem PlayStation VR-Tracking funktionieren? Ist ja alles nur Frontfacing. Ja. Das heißt, ich kann mich da nicht mehr im Raum frei drehen in der Bar, sondern ich stehe immer in eine Richtung, muss mich da mit den Sticks drehen. Im schlimmsten Fall. Fände ich nicht so geil. Aber wir werden es sehen. Die Grafik in Drunken Barfight ist sowieso so schlecht. Da wird nicht viel reduziert werden müssen. Aber immerhin bringen sie jetzt eine PSVR-Version raus. Ja, und ich glaube, die wird auch erweitert. Ich glaube, da gibt es auch mehr Content. Da bin ich gespannt. Hoffe ich mal. Ich auch. Noch eine kleine News am Rande für die ganz nerdigen Leute. Die Nolo, nicht YOLO, CV1. Du machst den Gag kaputt.
Naja, steht jetzt in den Startlöchern, weil jetzt auch die Nolo Home App da ist. Haben sie von Oculus abgeguckt. Und das ist eine Lösung, mit der ihr Smartphones mit Positional Tracking erweitern könnt. Aber auch zum Beispiel die PlayStation VR-Brille. Habe ich selbst noch nicht getestet, steht aber drin. Bedeutet, man kann ja die PlayStation VR-Brille schon über Steam zum Laufen bringen. Da haben wir auch eine Anleitung mal gemacht gehabt. Und mit dem System könnte man dann auch noch getrackte Controller mit reinbringen und der Brille Positional Tracking geben. Man kann nicht erwarten, dass es so gut läuft wie mit einer direkten Steam VR-Brille. Aber es könnte zumindest mit diesen PC-Brillen, wie dieser PSVR-Brille, dem DK2, der Oculus Rift, obwohl da macht es keinen Sinn, aber den Support hat es auf jeden Fall. Ja. Na doch, du hast getrackte Controller. Und der Pimax 4K-Brille, die es ja auch schon gibt, könnte es doch ganz gut werden, weil die ja, also weil die Anbindung über Kabel ist und ganz gut ist. Beim Smartphone hast du halt immer eine gewisse Latenz, weil du natürlich das Bild übertragen musst und alles und kabellos. Weißt du ja selbst, das ist ja selbst ein Hustle mit einem Zusatzprodukt, wie TP-Case, der 300 Euro kostet. Oh ja. Ja, ich habe mir alles von der Seele gesprochen. Gut, finde ich schön, ich habe dir wieder ruhig zugehört, zugestimmt. Ja. My job is done. Okay, cool. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bestellt euch doch gerne eine Pizza. Ich bin Chris von den Nerds. Haut rein. Bis dann.